Leben auf unserem schönen Planeten mag sicher erscheinen, doch nur, bis man an all die Gefahren denkt, die gerade um die Ecke lauern oder in der weiten Dunkelheit des Kosmos. Lassen Sie uns sehen, was letztendlich zum Ende des Planeten Erde führen könnte. Mit jeder neuen potenziellen Bedrohung wird es immer erschreckender. Betrachten Sie sich als gewarnt. Zunächst sprechen wir über einen Hypercan. Diese Naturkatastrophe kann äußerst extrem werden. Ein Hypercan ist ein theoretischer Hurrikan mit unübertroffener Kraft. Er könnte auftreten, wenn die Ozeane infolge des Klimawandels überhitzt würden. Oder ein massiver Vulkanausbruch könnte ihn auslösen. In jedem Fall würden diese Bedingungen einen Hurrikan verursachen, der im Gegensatz zu normalen Hurrikans weit über die untere Stratosphäre hinausreichen würde. Die Geschwindigkeit eines solchen Sturms würde 804 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Druck innerhalb des Hyperkanes wäre so niedrig, dass er nicht so schnell verschleißen würde wie andere Hurrikans. Der Hyperkan könnte wochenlang anhalten. Aber das Schlimmste: Er könnte wahrscheinlich einen Teil der Ozonschicht der Erde beschädigen oder sogar zerstören. Und das entstehende Loch könnte die Größe des gesamten nordamerikanischen Kontinents haben. Dann haben wir extrem zerstörerische Tornados. Ein Tornado ist eine heftig rotierende Luftsäule. Er erstreckt sich üblicherweise von einem Gewitter aus und steht in Kontakt mit dem Boden. Innerhalb einer Gewitterwolke steigt warme, feuchte Luft nach oben, während kühle Luft zusammen mit Regen oder Hagel nach unten fällt. Solche Bedingungen können zum Auftreten von rotierenden Luftströmungen innerhalb der Wolke führen. Interessanterweise beginnen diese Luftströmungen horizontal. Aber an einem bestimmten Punkt können sie vertikal werden und aus der Wolke herunterfallen, wobei sie zu einem Tornado werden. Einige Tornados sind schmale, seilartige Wirbel, während andere sich zu breiten Trichtern entwickeln. Tornados werden mit Hilfe der erweiterten Fujita-Skala eingestuft. Ein schwacher Tornado dauert normalerweise nur wenige Minuten und bewegt sich nicht schneller als 160 Kilometer pro Stunde. Die nächste Stufe ist ein starker Tornado. Solche Wirbelstürme können etwa 20 Minuten anhalten und Windgeschwindigkeiten von bis zu 320 Kilometern pro Stunde erreichen. Und dann gibt es auch noch gewaltige Tornados. Diese können länger als eine Stunde dauern und sich mit einer Geschwindigkeit von zwischen 320 und 482 Kilometern pro Stunde bewegen. Im Durchschnitt treten in den USA jedes Jahr etwa 1000 Tornados auf. Es gibt sogar eine Region, die den Namen Tornado Alley erhalten hat. Ein Gebiet, das 10 Staaten im mittleren Westen umfasst. Doch Tornados können in jedem Bundesstaat auftreten. Eines der zerstörerischsten Naturereignisse war der Tri-State Tornado in den USA. Es war der weltweit am längsten anhaltende einzelne Tornado, der 354 Kilometer durch Missouri, Illinois und Indiana reiste. Gleichzeitig beträgt die durchschnittliche Wegstrecke eines Tornados normalerweise nicht mehr als 8 Kilometer. Aber was wäre, wenn eines Tages ein Tornado, der viel größer und mächtiger als alle, die wir bisher erlebt haben, durch Länder und Kontinente fegen würde? Er würde totale Zerstörung und Verwüstung hinterlassen. Und wie steht es mit einem Superzellengewitter? Es ist die seltenste Art von Gewittern, aber auch die gefährlichste. Es kann zu schwerem Unwetter führen, mit zerstörerischen Winden, sehr großem Hagel und sogar gewaltigen Tornados. Das Besondere an Superzellen ist ein tiefgreifender und anhaltender rotierender Aufwind, genannt Mesozyklon. Superzellen können möglicherweise stundenlang anhalten und große Verwüstungen anrichten. Ein Asteroideneinschlag könnte ebenfalls alle Lebensformen auf der Erde beenden. Wenn ein Weltraumwanderer groß genug wäre, könnte er weitreichende Verwüstungen verursachen, wie es bei dem 13 Kilometer breiten Asteroiden vor 66 Millionen Jahren der Fall war. Es wird gemunkelt, dass er 3/4 der Pflanzen- und Tierarten des Planeten, einschließlich der Dinosaurier, vernichtet hat. Je nach Größe des Asteroiden und der Geschwindigkeit seines Anflugs könnte der Einschlag zu massiven Bränden, Tsunamis und dem Effekt eines ewigen Winters führen. Dies geschieht, wenn der in die Atmosphäre geschleuderte Schutt das Sonnenlicht blockiert und das globale Klima stört.
Glücklicherweise würden wir wahrscheinlich einen so großen Asteroiden, der sich unserem Planeten nähert, mit Hilfe unserer Ausrüstung lange vor der Kollision bemerken und hätten genügend Zeit, diese Bedrohung zu beseitigen. Es könnte unsere eigene Sonne sein, die unsere Welt zum Ende bringt. Unser Stern ist eine riesige, ständig sich verändernde Kugel aus geschmolzenen Gasen. Ab und zu stößt sie Energieausbrüche aus. Sonneneruptionen. Diese gehen oft Hand in Hand mit etwas, das man koronale Massenauswürfe nennt. Das sind riesige Blasen aus ionisiertem Gas, die unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen können. Die gewaltigsten Vulkanausbrüche verblassen im Vergleich zu Sonneneruptionen, die 10 Millionen Mal mehr Energie freisetzen. Innerhalb weniger Minuten kann eine Sonneneruption Milliarden Tonnen geladener Partikel ausstoßen. Sonneneruptionen sind zudem unfassbar heiß, wobei die Temperaturen mehrere Millionen Grad Fahrenheit erreichen können. Astronomen glauben, dass solche Ausbrüche solarer Strahlung auftreten, wenn das Magnetfeld der Sonne in einigen Regionen verdreht wird. In einem Moment wird die gesamte angestaute Energie freigesetzt. Der Stern sendet Licht und Teilchen aus, meistens Elektronen und Protonen. Die meisten Sonneneruptionen dauern einige Minuten, aber einige dauern mehrere Stunden. Wissenschaftler klassifizieren Sonneneruptionen je nachdem, wie hell sie im Röntgenlicht erscheinen. Ohne spezielle Ausrüstung wird man die kleinsten Eruptionen wahrscheinlich nicht bemerken. Mittlere Sonneneruptionen führen zu kurzzeitigen Funkausfällen an den Polen, jedoch nichts allzu Schwerwiegendes. Es sind die X-Klasse-Eruptionen, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Sie verursachen die stärksten und am längsten anhaltenden Sonnenstürme. Jetzt, wenn sie Gammastrahlensicht hätten, könnten sie unglaublich helle Blitze sehen. Sie treten jeden Tag auf, überstrahlen alles um sich herum und verschwinden dann wieder. Diese Blitze sind Gammastrahlenausbrüche. Einer von ihnen könnte die Erdatmosphäre auslöschen. Der Blitz, der unseren Planeten möglicherweise zerstören könnte, würde höchstwahrscheinlich in einer weit entfernten Galaxie bei einer Verschmelzung von zwei kollabierenden Sternen geboren werden. Er wäre immens mächtig und superhell. Noch 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt, würde er bereits so hell wie die Sonne strahlen. Die Atmosphäre unseres Planeten würde versuchen, uns zu schützen, aber ihr natürlicher Schild würde nicht lange halten. Bitte geben Sie den zu übersetzenden Text an. Die Strahlung wäre so stark, dass sie buchstäblich die Atmosphäre kochen würde. Sie würde Stickoxide erzeugen, die die Ozonschicht zerstören würden. Ohne diese Schicht würden die ultravioletten Strahlen der Sonne mit voller Kraft auf die Erdoberfläche treffen. Sie würden winzige Planktonorganismen im Ozean auslöschen. Aber diese Planktonarten produzieren 50-70% des gesamten Sauerstoffs auf der Welt. Daher würde ihr Verschwinden zu einem schwerwiegenden Sauerstoffmangel führen, der das Verschwinden des Lebens auf dem Planeten zur Folge hätte. Letztendlich würden die Hitze und das ultraviolette Licht der Sonne den Planeten in einen riesigen Felsbrocken verwandeln. Und was, wenn wir auf ein wanderndes schwarzes Loch stoßen würden? Du weißt vielleicht, dass ein schwarzes Loch eine Region im Weltraum ist, in der die Schwerkraft so stark ist, dass nicht einmal Licht ihr entkommen kann. Glücklicherweise ist das uns am nächsten gelegene schwarze Loch 1500 Lichtjahre entfernt. Es scheint, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, bis wir von wandernden schwarzen Löchern erfahren. Nun wird es definitiv viel unheimlicher. Wenn ein solches schwarzes Loch in das Sonnensystem eintreten würde, wäre die Erde dem Untergang geweiht. Wir hätten keine Chance gegen dieses Weltraummonster. Im Jahr 2020 wurden 13 umherwandernde schwarze Löcher entdeckt, die nicht allzu weit von unserem Planeten entfernt waren. Aber nicht weit entfernt bedeutet im Weltraum ungefähr 1 Milliarde Lichtjahre. Also haben wir noch etwas Zeit. Außerdem ist die Möglichkeit einer solchen Katastrophe sehr, sehr gering. Eines Tages könnte ein Schurkenplanet die Erde aus der habitablen Zone drängen und in eine extremere Umlaufbahn weiter weg von der Sonne schieben. Dann würde das Klima weltweit immer kälter werden. Vergessen Sie nicht, dass je weiter unser Planet von der Sonne entfernt ist, desto schwächer ist die Gravitationskraft des Sterns auf unseren Planeten. Am Ende würde unsere schöne Erde zu weit von ihrer Hauptlicht- und Wärmequelle entfernt sein. Sie würde sich in ein lebloses Stück Fels verwandeln, bedeckt mit einer dicken Eisschicht.
Oder die Sonne könnte sich ausdehnen und zu einem roten Riesen werden. Wenn das geschehe, würde sich die gesamte bewohnbare Zone des Sonnensystems verändern. Die Katastrophe würde beginnen, wenn unserem Stern der Wasserstoff im Kern ausgeht. Dies würde eine Kette von Reaktionen auslösen, die letztendlich dazu führen würden, dass der Kern der Sonne sich erwärmt und verdichtet. Infolgedessen würde die Sonne wesentlich größer werden, als sie jetzt ist. Während dieser Transformation würde die Sonne die Venus, den Merkur und die Erde verschlucken.